Eltern bist du einmal. Sugar, halt durch, Bruder, bitte. Das ist nichts. Weißt du, wie oft ich wieder zusammengeflickt wurde? Wo ist der Doktor? Sie müssen erst mal zur Anmeldung. Pass auf. Wenn er nicht überlebt, überlebst du auch nicht. Er hat's geschafft. Du auch. Gratuliere. Mein Sugar ist gut und stark. Wie sein Herrchen. Doktor, heute ist dein Glückstag. Meine Süße wäscht immer ein bisschen Geld mit. Guck nie in die Taschen. Was ist, zu wenig? Sie sind ein schrecklicher und brutaler Mensch. Mehr habe ich nicht. Ich habe gerade Ihre Mutter das Leben gerettet. Guck mal, jetzt weint er. Wenn ich dich ein bisschen vermöbelt hätte, würde ich es ja noch verstehen. Das habe ich aber gar nicht. Wir haben noch gut zusammengearbeitet. Warte, heulst du, weil ich nicht an der Anmeldung war? Dann gehe ich eben nochmal zur Anmeldung. Juni 2001. Das war der erste Pride-Versuch in Serbien. Nun können wir nur hoffen, dass diese Szenen und Bilder der Vergangenheit angehören, zumindest in unserer Stadt. Unser Freund und Gast aus dem LGBT-Zentrum in Montenegro ist leider der Beweis, dass Homophobie, Gewalt und Intoleranz die ganze Region beherrschen. Trotzdem hoffen wir, dass 10 Jahre nach den beschämenden Übergriffen auf Homosexuelle... Eine Frage, sind Sie wirklich bereit, die Verantwortung für die Gewalt auf den Straßen am nächsten Wochenende zu übernehmen? Wie bewerten Sie die eindeutige Haltung der orthodoxen Kirche, die sich gegen die Gay Parade ausgesprochen hat? Diese liberale Kirche... Wollt ihr demonstrieren, ihr blöden Kassel? Idioten! Wieso verteidigt ihr nicht Heteroserben in Kosovo? Fick dich, du Schlampe! Fick dich! Alles in Ordnung, bleibt ruhig. Guck, Bruder, die wollen kommen! Blöde Schwuchtel! Nein, diesmal haben sie mich nicht. Nein, einer von denen hat mich nur bespuckt, mitten ins Gesicht. So richtig schleimig. Ja, Megaschwein gehabt. Tut mir leid, aber ein Spaziergang wird da nichts ändern. Fürchte ich jedenfalls. Mir tut's auch leid. Ja, aber ich bin wenigstens nicht so wie du. Ich steck meinen Kopf nicht in den Sand. Ich steck meinen Kopf doch gar nicht in den Sand. Ich will einfach nur ein normales Leben führen. Deswegen liebe ich auch meine Patienten, weil sie mich nicht Popiker, Tunte, Schwuchtel oder Arschficker nennen. Sehr witzig. Du hast leicht reden. Während ich an der Front kämpfe, sitzt du bloß in deiner... Ich muss auflegen. Ciao. Das solltest du endlich mal melden, mein Sohn. Das ist das dritte Mal in 2 Monaten. Kinder, so kriegt er wenigstens regelmäßig seinen Service. Deine Mutter, Gott hab sie selig, war ein Fan von dunkelblau- und grau-Metallic-Tönen. Naja, das wäre sportlich. Es gibt da einen, dem genau diese Farbe gefällt. Buck, übernimmst du den Mini? Was, kann das nicht jemand anders machen? Ich versinke in Arbeit. Wenn du möchtest, bringe ich ihn in eine andere Werkstatt. Ach, bitte so ein Blödsinn. Bei mir kriegst du immer
Rabatt. Na, Meister, wann kommt denn dein Enkel? Hä? Danke für den Rabatt, Vater. Dein Sohn lässt sich ja ganz schön Zeit. Von wessen Hochzeit ist das Bild? Von Glambays. Aha. Wirkt irgendwie altmodisch. Mhm. Gibt es nicht etwas, das mehr Surf ist? Ach, scheiße. Sie wissen schon. Ich weiß. Was ist hier Hübsches? Oh. Ist ja süß. Bitte hier nicht. Mhm. Was haben Sie eigentlich studiert? Theaterregie. Ist ja irre. Ja. Und Ihr zukünftiger Gatte? Hat der konkrete Vorstellungen? Wenn's nach dem ginge, würde er grauenvoll. Den fragt aber keiner. Kapiert? Aha. Look at you. And you. Still close. In every way. Das war noch Filme, Sugar. Freunde, wie du und ich. Immer schön langsam. Pass auf, wo ist das Flugzeug? Wo ist das Flugzeug? Sehr gut. Na? Na? Was ist denn mit dir? Guck mal, wie die Oma hier die Flöte bläst. Als wär's der von ihrem Mann. Was ist denn das? Sind das Sandwiches? Das ist ein lebendiger Fisch im Glas. Wer isst denn sowas? Hey, was kostet das denn eigentlich, dass sich meine Freunde ein Leben lang über mich kaputt lachen können? Meinetwegen können die auch alle zu Hause bleiben, wenn sie wollen. Tja. Wir nehmen einen Kredit auf. Kredit? Pearl, ich hab in den 90ern mit einer Knarre Kredite von der Bank besorgt, und zwar ohne Geiseln. Du bist doch ein Idiot. Wirklich unglaublich. Ein Mega-Idiot. Und die Oma bläst der Flöte keinen, sie spielt darauf. Ja, ich bin total dagegen. Warum? Kann ich dir sagen. Ich finde, es gibt nichts, worauf man stolz sein könnte. Seitens der NGOs gibt es gemischte Reaktionen. Das Oberhaupt der serbisch-orthodoxen Kirche sagte, was für ein Gestank hat die Hauptstadt Belgrad bezahlen und vergiftet. Das sind die Vorzeichen des Untergangs der christlichen Völker. Ohne Gottes Hilfe steht das Christentum vor dem Abgrund. Das ist meine Meinung. Ich habe meine tägliche Dosis Faschismus bekommen. Ganz im Gegensatz zu dir. Ihr seid echt wie diese süßen Bauern aus die glorreichen Sieben. Ihr müsst beschützt werden. Ich werde am Sonntag dein Bodyguard sein. Fühl mal. Mir wäre lieber, die Polizei würde dafür sorgen. Ich werde einer der Sieben sein. Welcher gefällt dir am besten? Jules Brünner? Was war eigentlich mit dem Auto? Der Motor hört sich irgendwie komisch an. Sag mal, seit wann verstehst du denn was von Motoren? Lass uns schlafen. Lass das. Steve McQueen. Blödmann.
willst mit Judo anfangen, ja? Oder hat dich jemand geärgert und jetzt brauchst du Schutz, hä? Yoga wird hier nicht angeboten, aber Tischtennis. Rein mit dir, Fettbacke. Uns fehlt ein Sandsack. Entschuldigung, ich interessiere mich für den Anfängerkurs in... Hallo. Na siehst du, bravo, auch ein Bär kann Fahrrad fahren lernen. Doktor! Swans, übernimm du. Natürlich, Chef. Doktor! Boss? Wie der rennt, verdammt nochmal. Wir wissen, wer auf Sugar geschossen hat. Wieso auf einen Hund, du Wichser? Der Onkel albert doch nur mit Papa rum. Wir spielen nur Cowboys. Nicht vor den Kindern, hast du keine Seele. Sag ihm, wir sollen den Schlauch woanders hinhalten, du Idiot. Rat euch, halt den Schlauch woanders hin. Verdammte Scheiße. Tut mir leid. Wer dich bezahlt? Was? Wie bitte? Willst du mich etwa verarschen? Ich verstehe nichts wegen der Kinder. Tut mir leid, wenn ich so rumschreien. Radice! Sie kommt gleich. Radice! Hol die Kinder rein! Ich will dir mal ganz in Ruhe was besprechen. Tut mir sehr leid. Na los, drück ab. Du hast was bei mir gut, wenn du jetzt wie ein Hund abknallst. Dieser Mistkerl. Limon, Bruder, hast du jetzt eine Vorstellung, was für Probleme ich hab? Wer hat dich bezahlt? Wenn ich dir das sage, bin ich morgen tot. Also bitte ich dich inständig, frag mich das nicht. Die erschießen mich. Oder du landest im Knast. Ich hab 3 Mäuler zu stopfen. Ich hab nicht auf dich geschossen. Und das war ein Fehler. Oh, ich arme Sau. Na, mein süßer Sugar. Also, soll Sugar dich beißen, wo er will, oder willst du es dir selbst aussuchen? Bitte nicht. Limon, mein Bruder. Der springt einem gleich an die Gurgel, nicht? So wie ich ihn kenne, gehe ich mal davon aus. Hier, und fick dich alle beide! Gehen wir, Sugar. Antrag für diese Parade. Wie war nochmal der Fachausdruck? Pride. Ja, sowas. Wissen Sie, ich bin jahrelang Direktor einer Strafvollzugsanstalt gewesen. Ich habe Verständnis für Schwuchteleien hinter Gittern. Wie die Häftlinge immer so schön sagen, es gibt keinen Sex ohne das Eier an Eier klatschen. Sie improvisieren halt. Improvisieren? Mhm. Sie sind darauf aber nicht stolz. Im Gegensatz zu euch. Lass uns verschwinden, bitte. Ihr seid frei und auch noch stolz auf sowas. Wisst ihr, wenn wir euch Schwuchteln und Lesben die Menschenrechte geben, kommen ja auf einmal alle bei uns an. Verzeihung, Herr Inspektor. Sie werden gebraucht. Freut mich sehr, dass ich endlich mal ein paar von euch kennenlernen durfte. Hätte ich nie von Ihnen gedacht, Süße. Nie. Vielleicht hätten wir ihm einfach Geld auf den Tisch legen sollen. Dafür könnte ich Sie in den Knast stecken, Fräulein. Oder wäre es Ihnen lieber, wenn ich Sie bekehre? Du kannst nicht sagen, dass wir es nicht versucht haben. Einen wunderschönen guten Tag. Sie sind sicherlich Bogdan, Radmilos Vater. Hör zu, Junge. Ich will nicht wissen, wer du bist, verstanden? Und auch nicht, wozu du meinen Sohn verleitest. Er war immer ein guter und normaler Junge. Hab verstanden. Gut. Verzeihen Sie, das sind nicht unsere Schlüssel. Doch sind es. Ich habe ihn von klein auf zum Fußball mitgenommen. Tut mir leid. Auf Wiedersehen. Hallo, Schweinslutscher. Hey, das ist mein Haus! Seht ihr oder was? Ich wohne
Entschuldigung, Gnädigste. Los, schneller, schneller, schneller! Onkel Resetka, gib dir den Bonbon! Onkel Resetka, gib dir den Bonbon! Ein Scheiß kriegst du! Als Krimineller war ich glücklicher, so viel steht mal fest. Onkel Katschammer gibt euch einen Bonbon. Onkel Katschammer gibt euch einen Bonbon. Limon! Scheiß Tagessätze! Hätten wir mal lieber pro Kopf abgerechnet! Im Krieg haben wir wenigstens gewusst, wofür wir kämpfen. Doch mal, lass mich runter! Scheiße! Lass mich runter! Jetzt weißt du es auch. Für dein Gehalt. Pearl. Wie war die Arbeit? Wie immer. Wir haben nette Menschen für Geld gequält. Super. Das ist mein Liebling. Ha. Wo waren wir genau? Ach, Pearl, Schatz, waren wir uns nicht längst einig, dass wir eine Hochzeit machen werden, an die man sich für immer erinnert? An die man sich für immer erinnert? Eigentlich sollte es ja eine Überraschung werden. Aber ich leg die Karten auf den Tisch. Kennst du das Clubboot, das Linavi vor 2 Monaten eröffnet hat? Clubboot? Ja, 3 Ebenen für 500 Personen. Die Disco-Kugel ist riesengroß. Als sie montiert wurde, ist sie runtergefallen und hat 1 Arbeiter erschlagen und 2 schwer verletzt. Ach ja? Ja. Und gegenüber gibt's eine tolle Kirche. Modern mit Fußbodenheizung. Der Priester schuldet mir noch Geld. Er gibt uns 3 Extranummern. Extranummern? Hör! Willst du den Bischof? Halt die Klappe! Schuft, der kennt den Papst, aber der ist kein Serbe. Kannst du alles machen, wenn du eine billige Sängerin heiratest? Oh. Naja, selbst schuld. Da will man einen Hinterwäldler kultivieren, aber der labert was von einem Clubboot, wo sich die Polizei nicht mal reintraut. Geh zur Seite und von einem Pavarotti-Priester und einer Killer-Disco-Kugel. Nur ein Vorschlag, ein Zelt geht auch wie bei allen normalen Menschen. Du hast doch schon eine Bauernhochzeit gehabt und jetzt willst du noch eine? Vergiss es nicht mit mir. Dann heirate doch irgend so eine billige kleine Flättchensängerin. Geht mir am Arsch vorbei. Nimm sofort deine Hände runter, du verfluchter Blödmann. Ich will dich hauen. Na los. Einen Augenblick. Die Bullen. Immer suchst du irgendeine Ausrede. Das ist meine erste Hochzeit und sie wird genauso, wie ich will. Und wenn wir dafür einen scheiß Kredit aufnehmen, verstanden? Sind Sie Herr Draskowitz? Schnauze, wenn ich rede. Wollen Sie, dass ich mitkomme? Hier, ich gebe dir deinen Verlobungsring. Gib ihn doch am besten gleich einen von den 2. Ja. Was ist denn? Was glotzt ihr so blöd, ihr Idioten? Verzieh dich, Oma, geh rein! So, können wir nicht vielleicht später darüber reden? Ich bitte dich. Auf keinen Fall! Da, dein Ring, den hast du bestimmt sowieso geklaut! Verhaftet den Bastard! Allein für seinen Charakter hat er lebenslänglich verdient! Der arme Kerl. Such, Sugar, mein Bruder. Hier, so riecht Gold. Such. Wo ist der? Herr Draskowitsch, Sie müssen mit uns kommen. Sehr gern. Wenn wir jetzt einen kleinen Patrioten losschicken könnten, um Ustaschas und Balias zu jagen. Das waren noch Zeiten, was, mein Bruder? Pumas glorreiches Geschwader. Los, Kleiner. Verzieh dich, Alter. Ich will dich nicht vor deinen Kumpels an den Ohren rausziehen, also los, Kleiner. Komm mit, ne? Du musst dich vor deinem Alten nicht schämen, er ist auch Serb und Patriot. Er hasst Schwuchtel und Ustaschas auch, stimmt's, Herr Limon? Das mit den Ustaschas ist eine Sache aus dem letzten Jahrhundert. Und gegen Schwuchteln habe ich noch nie kämpfen müssen. Gib mir eine Kippe, Alter. Hast du über die andere Sache nachgedacht? Wozu brauchst du den Judo-Club? Du hast nicht mal eine Baugenehmigung. Ich habe einen Investor für dich, der ein Shopping-Center baut. Du wirst im Geld schwimmen. Vielen Dank für den Gefallen. Ich habe gehört, dass dein Liebling angeschossen wurde. Nicht cool, Bruder. Nein, überhaupt nicht. Du hältst dich wohl für einen Großen, ne, Limon? Die Zeiten haben sich geändert. Deine Alte verdient mehr mit Muschis rasieren, als du mit deinen Muskeln. Du bist reif für die Rente. Schwuchteln, ja? Warum schlägst du dich nicht mit Männern, damit es mir eine Ehre ist, dich aus dem Gefängnis zu holen? Du erzählst mir was von Eraf. Wie wär's mit Raubüberfällen, Schutzgeld eintreiben? Das hast du doch alles gemacht, oder?
Ja, hab ich. Das war aber in Schweden. Hätte ich dich mal im Knast gelassen, dann wären alle Ruhe in die Flitterwochen gefahren. Wir sehen uns sehr selten, deshalb kannst du dir überhaupt kein Bild machen. Aber Pearl ist doch okay, ja? Das ist mir sowas von scheißegal. Warte. Hier, für einen Drink. Mein Sohn, du weißt, dass ich für dich töten würde. Naja, würde ich für sie auch. Ah, fick dich, Alter. Gern geschehen, Söhnchen. Es wäre ideal, dem primitiven Angriff der Trompeter auf ihr Trommelfell zu entkommen. Und überhaupt, am besten feiert man ohne das ganze Bauerngeprotze. Was hast du gegen Trompeter? Gar nichts. Nichts, nichts. Aber wenn Sie etwas ganz Außergewöhnliches möchten, etwas, das man sein Leben lang garantiert nicht vergisst, etwas äußerst Romantisches. Romantisches, okay. Oder was Exzentrisches. Wieso nicht? Ausgezeichnet. Dann habe ich für Sie etwas völlig Neues. Etwas, das mit hundertprozentiger Sicherheit noch keiner vor Ihnen hatte. Dann wären wir damit die Ersten? Ja. Sehr gut. Aber ohne die Oma, die einer Flöte einbläst. Ja, 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 bitte. Der stillgelegte Flügel des Zentralgefängnisses. Sie müssen sich nur mal vorstellen, wie hip das wäre. Eine elegante Party im Speiseraum mit allem drum und dran. Im scheiß Zuchthaus. Verzeihung? Im Bunker, Kittchen? Oh nein. Weißt du, wie wir die Einzelzellen immer genannt haben? Ach, Schätzchen. Nein. Und die Abteilung, in der die Todesstrafe vollstreckt wurde? Keine Ahnung. Mickey, sieh mal, Versace. Oh. Wo ist Versace? Hier. Sprechen wir doch noch mal über die Ringe. Einen Moment. Nicht so einen hässlichen, cremefarbenen Fummel, das ist Schwuchtelmist. Eine Hochzeit muss weiß sein, Hochzeiten sind immer weiß. Hey, sowas ist gut. Mit Perlen für meine Perle. Ja. Diese Scheißfarbe kommt weg, wir lassen den Wagen umspritzen. Er kriegt irgendeine langweilige Heterofarbe, dunkelblau oder so. Ach, herrje. Ich rufe die Polizei. Klar, die werden die ganze Stadt abriegeln. Hey, Pearl, sieh dir mal die Farbe an. Herr Doktor... Wie geht's, Doc? Das ist Dr. Heulsuse. Hör auf. Dein Kunde hier hat mich mit einer Pistole bedroht. Was denn für eine Pistole? Welche Pistole? Beretta, die schöne, 9 mm. Die ist hübsch. Ich muss Sie jetzt bitten, den Laden zu verlassen. Entschuldige, Kleiner. Eigentlich mache ich die Ansagen, wer rausfliegt. Mickey, lass das. Kommen Sie, Herr Mirko, er tut nichts. Ich regle das allein. Sie haben gehört, was mein Partner gesagt hat? Oh, Herr Doktor, ein Geschäftspartner. Sie sind ein Geschäftsmann. Nein, kein Geschäftspartner. Er ist mein Freund, kapiert? Wir sind Schwuchteln. Ist peinlich, dass eine Schwuchtel ihre Hochzeit organisiert, hä? Kleiner, du bist wahnsinnig. Sie verknittern mir das Hemd. Du wahnsinniges Tier! Entschuldigen Sie. Es tut mir sehr leid. Was soll ich denn tun? Er ist kein schlechter Mensch, wissen Sie? Wenn Sie jetzt bitte gehen würden. Wie soll ich mein Leben mit einem Menschen verbringen, der sich anderen gegenüber so benimmt? Ich habe einen Antrag auf ein Visum für Kanada gestellt. Gestern kam die Antwort. Wann hast du das gemacht? Vor einem Jahr. Ich nehme an, als sie mich das letzte Mal zusammengeschlagen haben oder als mein Stück im Theater verboten wurde. Warum ich nichts gesagt habe? Weil du kein erbärmlicher Schwuler mittleren Alters bist, der Hochzeiten statt irgendwelcher Bühnenstücke inszeniert. Radmilo, ich bin's einfach leid.
Mittlerweile hasse ich mein eigenes Land, weil ich mich in meiner Stadt keinen einzigen Tag, keine Minute frei und stolz bewegen kann. Scheiße, es tut mir leid, aber ich kann nicht mehr. Ich bin müde. Verzeihen Sie, Doktor. Ich dachte, Sie behandeln gerade einen Hund. Kein Problem, schon fertig. Ich wollte nur sauber machen. Vergiss bloß nicht, die Handschuhe auszuziehen, Doktor. Oh, Schätzchen. Ja? Nein, die andere Schwuchtel ist am Apparat. Kann ich mir vorstellen, aber Sie können nicht mit ihm reden. Ich lasse nicht zu, dass Leute wie ihr ihn nochmal verletzt. Das sollte Ihnen auch leid tun. Ihre Hochzeit ist mir egal und vor allem ist mir seine Hochzeit egal. Was wissen Sie schon über Pride? Die ganze Stadt weiß, dass wir Prügel kriegen. Sie sind keine Expertin für... Holt er sie nicht mit Gewalt zurück, wie ein normaler Mann. Pearl ist sehr emotional. Wie oft hast du sie schon von ihrer Mutter abgeholt? Auf die oder auf die Art? Was bist du, ein beschissener Psychologe? Oh nein, Gott bewahre. Hey, Limon. Machen wir den Tunden ein bisschen Druck? Eine kleine Stadtrundfahrt im Kofferraum? Regelt alles von allein. Die Schwuchtel macht dir deine Mega-Hochzeit und Pearl ist glücklich. Oder wir piesacken sein Frauchen ein bisschen. Mit Schwuchteln hatten wir noch nie zu tun. Vielleicht finden die es geil, wenn man sie quält. Was schlägst du vor? Nett mit ihnen reden? Haltet die Klappen. Vergesst seinen Süßen. Auf zur Tierklinik. Wir nehmen uns die dicke Schwuchtel vor. Ich nehme an, mit dicke Schwuchtel bin ich gemeint. Die Schwuchtel, Mann. Außer du meinst, dass einer von uns schwul ist. Ich will mit Ihnen allein sprechen. Lasst uns allein. Hey, nein, Boss. Wieso, was ist? Hast du etwa Angst, dass er mich fickt? Na los, alle raus. Wo? Hast du doch nicht vor. Nein, habe ich nicht, wenn Sie sich vernünftig verhalten. Komm näher. Na los. Du hast also begriffen, dass du und dein Frauchen mit Betonsandalen auf dem Grund der Sava spazieren werdet. Setz dich. Ich will Ihnen ein Angebot machen. Schieß los. Komm, Limon, spieß ihn endlich auf. Was, wenn er ihn mit AIDS infiziert? Euch Kranke beschützen, ehrlich? Mit Aggression kommen Sie nicht weiter. Hat bis jetzt immer funktioniert. Pearl hat mich angerufen. Ich würde für Mirko alles tun, so wie sie für Pearl.
Wenn es um Liebe geht, sind Kriminelle und Schwuchteln gleich. Sag, was du hast, Tunte. Den Traum ihrer Verlobten gegen den meines Partners. Ich finde, das ist ein fairer Deal. Den Traum meiner Verlobten gegen den Traum deines... was auch immer er ist. Soweit das Angebot. Geh jetzt. Geh. Du warst bei dieser Bestie? Liebst du mich denn so sehr? Was hast du ihm versprochen? Eine Traumhochzeit. Unter deiner Regie. 2 Wochen nach der Pride. Gut. Sie bekommen eine Hochzeit. Eine Wahnsinnshochzeit. Als wenn ich sie für uns beide machen würde. Nur vielleicht nicht ganz so plüschig. Du hast vollkommen recht gehabt. Wozu soll man den Schwanz einziehen, die Koffer packen und verschwinden? Genau das wollen die doch. Also, Schatz, wenn du mich das nächste Mal verlässt, nimm bitte nur Handgepäck mit, ja? Das, was du machst, ist so gutherzig. Ich bin wirklich sehr stolz auf dich. Hey, mein Mickey an der Spitze der gewaltfreien Kommunikation. Es ist doch super, so zivilisiert zu sein. Allerdings. Mit der Hilfe des geheiligten Wassers, im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes segne ich feierlich diesen Gladiator. Ich schlage in die Flucht jede listige Tat und der Herr sei mit euch. Amen, danke, Vater. Mein Bruder, wir haben was zu erledigen. Ja, danke vielmals. Der liebe Gott sei mit Ihnen. Gut, zu welchem Ergebnis seid ihr gekommen? Wie viele Leute werden wir wohl benötigen, um diese Manifestation zu sichern? Swanson? Manifestation? Was war das? Darf ich sagen, was ich denke, Boss? Wenn's sein muss. Du weißt, dass ich mich für dich sogar in den Arsch ficken lassen würde. Aber Schwuchteln beschützen, das... Sie sind zwar Judo-Kämpfer, aber sie haben eine eigene Firma. Aber das sind Kriminelle. Ehemalige. Bitte was? Oh Mann, du kannst mich mal. Sie sind mittlerweile in Rente. Invalidenrente, hoffe ich. Hör auf, Georgie. Tut so, als wäre ich überhaupt nicht da. Danke, sehr freundlich. Jede Wette, dass unter diesen Judo-Kämpfern, diese Vollidioten, auch der ist, der Georgie das letzte Mal so bestialisch verprügelt hat. Uns haben die Faschisten auch Kriminelle genannt, bis wir sie eines Tages alle umgebracht haben. Umi, was hat denn das damit zu tun? Eine Menge. Mirko, das ist der Gipfel der Ironie. Georgie, was willst du? Das will ich jedenfalls nicht. Das nicht! Mit 50 habe ich mich endlich geoutet, wer ich bin und was ich bin. Ja. Danke, aber ich habe keine Lust dafür, getötet zu werden. Der Staat soll mich beschützen, alles andere finde ich erniedrigend. Wenn du mich fragst, ist Schwulsein eine Sache und ein Feigling eine andere. Du weißt außerdem, wo wir wohnen. Ich finde, es sollte uns keiner verübeln, dass die Mehrheit von uns es strikt ablehnt. Mit dem... Das ist ein klassischer Hinterhalt. Dreckscheine. Wir kommen und stürmen eure Bude, ihr schwulen Fatzen. Hey, ihr dämlichen Bauern. Wisst ihr, wer ich bin? Wer mein Verlobter ist, mein Ehemann! Verpisst euch! Verpisst euch! Oh, wenn wir erstmal wieder an der Macht sind. Diese bescheuerten Mistschweine werden alle gleich sein. Ich bring dich nach Hause. Einverstanden. Du wirst nichts mehr damit zu tun haben. Ist gut. Komm her, Schwester, na los. Gottgütiger, sie ist ja noch schlimmer als er. Definitiv. Wenn rauskommt, was wir machen, werden sie uns den Arsch aufreißen. Wer noch einmal das Wort Arsch sagt, verliert seinen eigenen. Was seid ihr eigentlich für Blödmänner? Als wir irgendwelche Stripper-Schlampen beschützt haben, war ich das nicht peinlich. Nein, doch nicht so. Du musst tiefer mit den Hüften sein und die dann zum Boden werfen.
Ihr habt euch nicht geschämt, Studenten für Geld zu verprügeln, hä? Die waren aber auch faul. Und hier geht's bloß um einen Beitrag zur Förderung der Menschenrechte. Und um, scheiße, gewaltfreie Kommunikation. Und jetzt gerade benehmt ihr euch wie ein paar Weicheier. Lemon, ob ich ein Weichei bin, solltest du vielleicht am besten die Balias und Ustaschas fragen. Zumindest die, die mich überlebt haben. Und was deine Schwuchteln angeht, auf die sollen die aufpassen, die das können und müssen. Was habt ihr? Geht's etwa um Geld? Ihr kriegt einen doppelten Tageslohn. Ist das okay? Es wäre okay, Boss. Wenn einem dafür bis zum Lebensende keiner in den Arsch fickt. Ich wünsche euch allen Glück. Onkel Limun, können wir irgendwas tun, um dir zu helfen? Deswegen rufe ich dich nicht an, Creso, Bruder. Wenn du das Geld hast, kannst du es mir zurückgeben. Ich rufe dich wegen eines Jobs an. Klein, fein, legal. Was hast du gehört? Morgen will ich mein Geld zurückhaben, du Arschficker! Zaki, Bruder, da kriegt man kein AIDS. Bist du verrückt? Das kriegst du noch eher, wenn du sie schlägst, weil du dein Blut an den Händen hast. Wenn du sie nicht schlägst, sind die Chancen minimal. Was soll daran peinlich sein? Für 3 Stunden arbeiten 1000 auf die Hand. Ja? Pampur? Hau weg das Zeug, Süße. Ich könnte es niemals ertragen, wenn ihr irgendwas zustößt. Ich meine, Oma ist das Einzige, was ich noch habe, seitdem meine Mutter und mein Vater... Komm, trink noch was. Ihr habt echt schlimme Sachen durchgemacht. Was für schlimme Sachen? Mickey! Sie sind alle in Lebensgefahr, die Ärmsten. Bitte ruf deine Leute an. Sie müssen rund um die Uhr vor unserer Haustür Wache stehen. Ich werde ihnen Schlafplätze vorbereiten. Lenka kann bei mir schlafen. Das ist mir ein bisschen unangenehm. Ach, Süße, das muss dir nicht unangenehm sein. Weißt du, wie groß unser Bett ist? Riesig. Da finden 3 Männer locker Platz. Na dann, sehr gern. Sugar! Es geht ihm schon viel besser. Komm her! Was ist denn das für eine Tuckentöle? Das ist übrigens ein bekannter Designer, Giorgio. Hallo, ich habe schon sehr viel Gutes von Ihnen gehört. Mickey, trommelst du deine Affen nun zusammen? Guck dir mal an, was sie für einen Schiss haben. Verzeihung, könnte ich noch ein kleines Schlückchen bekommen? War schon zu viel. Ich habe nicht einen. Meine Leute beschützen nicht. So welche. Na und? Dann such halt andere Leute. In dieser Stadt würde jeder mit dir zusammenarbeiten. Toll, das ist eine ziemlich spezielle Aufgabe, okay? Kieser hat sich schon fest mit seinen Kumpels verabredet, um ein paar Schwuchteln zu verprügeln. Und Pleiwas hat mir ausrichten lassen, wenn die Tunden... Wenn du mich wirklich lieben würdest, hättest du... Was, soll ich mich alleine hinstellen? Ich bin weg. Nein, warte. Haben Sie überhaupt eine Ahnung, wie schwer es war, sich intern zu einigen, einen wie Sie darauf anzusprechen, um unsere Rechte zu beschützen? Ich bin sehr berührt von den Problemen des Tuntenparlaments. Soll ich dir mal verraten, wie ich die Mehrheit in meinem Parlament kriege? Hey, hey, hey! Schluss jetzt! Du hast genug Scheiße angerichtet. Diese netten Leute werden hierbleiben, bis du dein Versprechen eingelöst hast, dass sie in Sicherheit sind. Jetzt ist Schluss mit diesem Theater. Und benimm dich gefälligst wie ein Erwachsener. Oh, nicht der Gangster. Du hältst Wache vorm Haus. Los, mach schon. Da ist mein Arsch wenigstens sicher. Was sagst du? Schnauze. So muss man mit Männern reden. Hey! Ich habe nichts damit zu tun. Das sind Ihre Erinnerungsstücke, das weiß ich. Es ist bei weitem noch nicht ideal, aber es öffnet den Raum besser als diese verstaubten Scheußlichkeiten. Mein Mickey und seine Kriegssouvenirs. Für ihn ist das wie diese blöden Fähnchen von den Fußballvereinen. Nur, dass dein Mickey für diese Fähnchen geblutet hat. Wieso? Was wieso? Für mich sind die verstaubten Sachen nun mal heilig. Ich bin sowas von blöd. Ist gut, ist gut. Mussten Sie im Krieg auch Menschen töten? Es ist mir nicht fremd zu töten, glaub mir. Pearl, hör mir gut zu. Eine Frage, steht dieses U für Ustascha? Ustascha ist bei ihr. Na klar.
Sie reden über die, als wären sie ihre besten Freunde, aber sie haben gegen die Krieg geführt. Du verstehst das nicht. Das ist wie... Warst du mal im Krieg? Natürlich nicht. Zum Teufel nochmal. Aber du hast Wehrdienst geleistet. Jetzt lass den Mann doch mal in Ruhe. Sieh nur, wie nett er ist. Nett? Diese netten Leute haben nur eine Chance. Hey, Leckschwester, Mütze her. Ich kann nichts versprechen, aber... Ich werde versuchen, Leute zu kriegen, die nicht aus Belgrad sind. Hoppla. Immer schön langsam. Sie sagten selbst, diese Individuen sind Kriminelle. Wir müssen absolut sicher sein, dass sie keine Gefahr für uns sind. Ich bin die Gefahr für euch. Merkt ihr das gefälligst? Ich! Wenn ihr mit der Scheiße nicht aufhört, lasst mich! Es ist nicht nötig, dass sie anfangen rumzubrüllen. Niki, sie sind Gäste. Einer begleitet sie, damit er sich die Männer genau anguckt. Ich würde sagen, Radmilo ist dafür der Richtige. Das kommt überhaupt nicht in Frage. Habe ich was ausgefressen? Willst du mich bestrafen? Ich will nicht, dass du gehst. Ruhe! Wenn ihr einer bestraft, bin ich das. Fasst euch nicht an. Miki, Sie sind unsere Gäste. Er soll ruhig mit mir gehen. Dann wird er euch erzählen, wie schwierig mein Job wirklich ist. Im Gegensatz zu euren Schwuchtelberufen. Also, darf ich auf dieser Expedition noch was trinken werden? Es ist extrem wichtig, dir beizubringen, wie echte Männer trinken. Sonst werden wir gefickt. Was dir vermutlich sehr gefallen wird, was mir aber extrem missfallen wird. Krieg ich einen kleinen Kräuterschnaps? Nicht jetzt. Gut, muss nicht unbedingt sein. Komm her. Ach, Blödsinn. Es wird überhaupt keiner merken, dass ich schwul bin, wenn ich's nicht will. Glaubst auch nur du. Na los. Zwei alte Freunde treffen sich nach Ewigkeiten wieder und wollen darauf anstoßen. Bevor sie knutschend in der Kiste landen. Das habe ich gehört. Paul, Schatz, bring ihn nach oben, bevor er wieder heult. Na los, Prost. Stoß energisch wie ein Mann und nicht wie eine Pussy an. Nein, der Finger! Wenn die das sehen, nehmen die sofort ihre Pistolen raus, um die Schwuchtel zu erschießen. Fest zugreifen, so. Gut, geht doch. Halt das Glas so. Leger. Nicht leger, nein, leger seid ihr. Ganz normal wie... Wie wir Normale. Festhalten, normal, und dann beim Anstoßen, bumm. Bumm. Was sagst du? Bumm. Ja, zum Wohl. Na, was habe ich gesagt? Die werden uns ficken. Los, steh auf, stell dich mal gerade hin. Gerade hinstellen wie ein Mann, zieh den Bauch ein. Zieh den Bauch ein. Jetzt zieh den Bauch ein! Mein Auto ist nicht registriert. Wir sollten lieber eures nehmen. Gib mir die Schlüssel. Du magst Waffen auch, ja? Das ist ein Warhol. Quatsch, Warhol. Das ist eine Magnum. 357. Die ist gut. Was ist das? Was ist das? Feuchtigkeitsgel für trockene Haut. Ist klar, ich weiß, wofür das ist. Fertig gepackt. Genug gepappert, du Vollidiot. Arbeit oder Vergnügen? Arbeit. Vergnügen. Also ein bisschen hiervon und ein bisschen davon. Willkommen in der Republik Kroatien. Dankeschön. Fahr. Fahr los. An? Sie meinen diese Krankheit? Genau. Naja. Tut das weh, wenn dir einer so... Tut weh.
Scheiße, Mann. Warum lässt du dich quälen? Ich würde die Penner umbringen. Schäfchen, wo willst du hin? Warte. Hey, bist du verrückt? Lass das! Schwarze Schäfchen. Pui. Ganz ehrlich, alles gut. Ist das ein Vollidiot, oh Mann. Stehen bleiben, warte! Bleib stehen, Bruder! Bleib stehen, bitte! Oh. Da. Da. Schäfchen. Er will Schäfchen durch die Gegend tragen. Ich steck dir das gleich mal in deinen... Nein, ich will dich nicht belohnen. Du schläfst in der Karre. Komm mit, du Vollidiot. Na und? Die Basketballmannschaft aus Wonnem hier gratis da. Wir haben nur noch ein Zimmer. Aber das Bett ist, wie wir bei uns in Australien sagen... King Size. Hier. Wenn ich dich erwische, dass du schmulst, erschieße ich dich. Das, was du gerade gesagt hast, ist ein primitives Klischee, das Homophobe und Heterosexuelle gegenüber Gays mitbringen. Was das? Ich hab dich jedenfalls gewarnt. Deine Entscheidung. Geierst mir nicht auf den Arsch. Alles klar. Für dich würde ich noch viel schlimmere Dinge tun. Ja, der ist genau mein Typ. Ist einer von denen süß? Weißt du, dass du ein riesiges, freilaufendes Exemplar eines Alpha-Männchens bist? Wenn das was Schlechtes ist, bist du tot. Gut, und was hast du für Interessen? Ich weiß, du magst Tiere. Liest du Bücher? Hörst du gern Musik? Guckst du gern Filme? Nur alter, als sie noch was wert waren. Alter, also ältere Filme mit Van Damme? Nein, alte wie Ben Hur. Aber Ben Hur ist ein reiner Schwulenfilm. Was sagst du? Ben Hur und Messala sind Liebhaber. Als sie sich nach 15 Jahren wieder treffen, ist die Leidenschaft so offensichtlich, das ist unfassbar. Weißt du was? Du bist wirklich ein kranker Junge.
ja eine süße Oma. Zuckersüß. Soll ich im Auto warten? Nein. Welcher von denen ist unsere? Schal. Hey, Bedienung! Was trinkt ihr? Zwei Bier, bitte. Das ist sehr gut, wenn man bitte sagt. Egal was für ein Bier, Hauptsache Serbisch. Von mir aus können wir auch gehen. Warum? Ich will ein Bier trinken, ich hab Durst. Verdammter Mistkerl, du Chetnik-Schwein. Wie geht's dir, du Pussy-Uster-Sir? Sieh dich an. Sieh dich an, sieh dich an. Sieh dich an. Gut siehst du aus. Hast ein bisschen zugelegt, ne? Was ist, bist du da? Ah. Zuerst auf das Jahr 1991. Prost. 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 Und dann auf das Jahr 1992. Prost. 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 Du kommst mir bekannt vor. Ja, Westslawonien, hä? Das ist mein Bruder, Suko. Scharfschütze. Erinnert sich nur an die, die es geschafft haben, davon zu kommen. Wie soll ich sie später finden, wenn ich kein gutes Gedächtnis habe? Es war im Sommer 1992. 93. Nein, nein, 92. Und wir haben aufeinander geschossen. Aber so richtig, wie Männer. Wir haben nur geballert und geballert. Wir haben geschossen, Schüsse von allen Seiten, die Hölle. Keiner bewegt sich. Die nicht, wir nicht. Nicht ein Millimeter. Da sehe ich ihn. Ich hatte furchtbaren Durchfall bekommen, oder wie ein Arzt sagen würde, Diarrhoe. Die haben keine Kultur. Alles haben sie vollgeschissen. Verdammte Chetniks. Drei Tage lang floss es aus mir raus. Zum Wohl. Cheers. Schnapp dir ein Glas. Er ist gehoppelt wie ein Hase. Und da fand ich ihn auf einmal so sympathisch, dass ich ihn nicht abknallen konnte. Chetnik, lass mich zu Ende scheißen, danach kannst du mich erschießen. Erstmal scheiße ich, damit erhöhe ich eure Population. Einverstanden. Hock dich da vorne hin, ich will sehen, wie du es machst. Das ist doch schön, oder? Ja, herrlich. Ujo!
So ein erleichtertes, freudiges Gesicht habe ich noch nie gesehen. Der Mann liebt nun mal Ärsche. Wenn ich das richtig verstanden habe, ist die Pointe der Geschichte... Lass es bleiben. Hör zu, Rocco. Ich bin heute mehr oder weniger auch wegen Ärschen hier. Ich möchte mit dir reden, unter vier Augen. Es geht um Job. Aha, und zwar Juwelier, Bank. Sag mal, wo hast du gekämpft? Hä? Na ja, ich hab wegen der Schule den Anschluss verpasst. Schade. Na, mach nichts. Es kommen andere Gelegenheiten. Prost. Du verdammter Scheißkettig! Du beschissener Ustascher! Setzen Sie an! Komm, du Schwuchtel! Komm, komm! Komm, komm! Rocco! 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 Slatica voll! Und was macht ihr? Ihr blödet hier nur mit Sam! Bitte nicht! Hör auf! Hol sofort den Tierarzt! Zu spät. Ach du lieber Gott. Sie hat schon Schaum am Maul. Ach, Grundgütiger. Steißgeburt. Wo ist sie? Nur weil ihr zwei solche Schwuchteln seid, muss mir jetzt ein Serbe helfen. Schämt euch, mit Teufel, mit euch meinen. Schämt euch. Bitte schön, Doktor. Ich brauche Hilfe. Ich kann kein Blut sehen. Also... Für mich ist Latica wie ein Kind. Schämt euch. Was stehst du so blöd da? Komm her. Was soll ich tun? Bind die Beine zusammen. Streichle sie. Was soll ich machen? Streichle sie. Die Hinterbeinchen stecken fest. Du wirst doch nicht ohnmächtig? Nein, Quatsch. Ist gut, ist gut. Gleich haben wir's. Gut, gut, gut. Okay. Danke, Superschatz. Ja, Kleiner. Hey, ich mache ihm sofort ein Profil auf Facebook. Hä? Ich gratuliere. Es ist ein Junge. Das letzte Mal sind wir 2005 im Fußball Meister geworden, als Latica auf die Welt kam. Jetzt wird der kleine Messi hier Zagreb in den Arsch treten. Ein Sohn. Glückwunsch. Danke. Du bist also eine Schwuchtel? Ich bin Radmilo. Ich schulde dir was, Radmilo. Limon, der Bengel ist wirklich schwer in Ordnung. Aber wie der trinkt, das war mir gleich suspekt. Siehst du, wie ich gesagt habe? Wenn du nicht gewesen wärst, hätte ich ihn sofort umgebracht. So viel ist klar. Selbstverständlich. Ich habe Menschen getötet, ich habe Serben getötet. Ich habe in Deutschland und in Schweden geraubt, ich habe im Krieg für drei Seiten gekämpft, aber ich habe noch nie in meinem Leben Schwuchtel beschützt. Tja, man muss alles mal ausprobieren. Das ist ganz fantastisch für Ihre Vita. Aha. Edo der Slowene? Montenegriner haben ihn umgebracht, im beschissenen Stockholm. Budo Djukanovic? War im letzten Sommer auf seiner Beerdigung. Was ist mit Kopriva? Den Haag, 20 Jahre. Eieiei, der Arme. Was guckst du so verdammt? Und was gibt's Neues von Dimsche Anastasov? Der ist jetzt in der Politik. Verfluchter Penner. Und was gibt's Neues von Khalil Subovic? Der lebt, der Ball, ja. Und ist in Freiheit. Nicht
nicht, Ibrahim. Runter mit der Waffe. Ich knall dich ab wie einen Köter. Ich sagte doch, ich will normale Filme. Aladdin und die Wunderschlampe, die Prinzessin auf der Eichel. Steck langsam drei. Guck rein. Oh, da hat der Bengel wohl einfach die Hüllen verwechselt. Der Junge hat keine Ahnung. Er ist erst 7. Ich hätte dir das niemals angedreht. Sehen Sie hin. Guck hin, siehst du genau an. Mach schon, sieh hin, sieh hin! Analgeton, Schwanzwurst, Day After Tomorrow, Aschwata, spiel mir am Glied mit Kot, 3 Schwengel für Charlie. Ich hab gesagt, du sollst hingucken. Ich will das nicht sehen, hör auf, bist du verrückt? Guck genau hin, du kleiner Hupenputzer. Na, das gefällt dir, hä? Oh. Oh. Habt ihr eine Fernbedienung? Du kannst mich mal am Limon. Ibrahim! Ah, sieh an, Chetney, keine Bewegung. Was soll der Mist, hör auf! Schon mal was von gewaltfreier Kommunikation gehört? Was ist das? Zum Beispiel, als ich eure Zigarettenladung auf der Romania vorbeigelassen habe und wir euch nicht umgebracht haben. Besser, sie hätten euch umgebracht. Hm? Na, sieh mal an, der Ustascha. Na, das ist ja... Was will ich überflüssig umzustreiten? Wir haben einen Schädnick und einen Ustascha. Jetzt fehlt bloß noch eine Schwuchtel. Nein, die fehlt nicht. Meine Güte, verdammte Arschlöcher! Bleib stehen, ihr kleinen Arschgeigen! Bleib stehen! Wenigstens sieht man die Schwuchtelgraffiti nicht mehr. Fickt euch doch, ihr amerikanischen Pisser! Schön für euch, dass ihr die Vietnamesen und Indianer verarscht habt, aber uns nicht! Der Sopran, hä? Linden, Eichen, Birken, friedlich wachsen sie miteinander. Kiefern. Scheiße, was gaffen die alle so blöd in den Himmel? Alles voller Minen, Vorsicht. Asim. Was ist? Wartet ihr wieder auf die NATO? Limon. Na, du scheiß Serbe. Hä? Wie geht's dir, du Albaner Schwein? Lassen wir die Knutscherei bleiben. Wieso? Du liebst es doch dreimal. Auch Glück. Gibt's jemanden, gegen den Limon nicht Krieg geführt hat? Sieh nur. Was suchen wir da oben? Ja, gut. Hier ist Papa. Das ist meine Seele mit Flügeln. Guck mal. Komm, Skender, komm her, na los. Sehr hübsch, hübsch. Ein echter serbischer Adler. Seht ihn euch nur mal richtig an. Er ist nicht hundertprozentig serbisch, da ist auch was Albanisches mit drin. Siehst du, ein serbischer Adler würde mit leeren Händen kommen oder mit leeren Beinen. Ein Albanischer bringt Geschenke. Du albanischer Mistkerl. Heroin, hä? Das Zeug ist sogar so gut, dass man damit AIDS heilen kann. Hier, nimm du ihn mal. Ja. Nimm mir Chefgeld mal bitte ab. Okay. Er hat ein bisschen Angst vor Panzern. Gib mir den Stoff. Das sind Stammkunden von mir. Die sind häufiger da. Freies Kosovo! Hey, Demokratie! Brüderlichkeit! Hey! Oh, thank you! Geldautomat. Ja, ganz
Ruhig ist ja gut, nicht alle auf einmal. Alle kriegen von mir einen Schein. Alles gut, hey, nicht rumdrängeln. Bleibt ruhig. Von diesen Spenden können wir das ganze Dorf ernähren. Das ganze Dorf. Hier, teil das bitte mit deiner Jeder Schwester. Kriegt was. Ich finde echt, dass man dich für den Nobelpreis vorschlagen sollte. Friedensnobelpreis. Das ist mein richtiger Krimineller. Nicht so wie wir. Das ist Chefkett. Er ist ein reiner Heroinbote. Daddys Bester. In dem Käfig, das ist Jeff Dead. Kokainspezialist. Hier haben wir eine Eule. Sie arbeitet meistens in der Nachtschicht. Und in dem Käfig, Ibro. Kein guter Arbeiter. Hackt ständig mit dem Schnabel in die Ware, ist heroinsüchtig. Ja, Junge, alles gut, na komm, komm. Siehst du, der tickt nicht ganz richtig. Ist eine Tragödie mit haben ihm. Haben Sie auch einen Kanarienvogel für Ecstasy? Das ist Tierquälerei. Halt die Schnauze! Hat er gerade was gesagt? Nein, er ist nur müde von der Reise. Assam, ich habe einen kleinen Job für dich. Irgendwas mit Adlern? Nein, eher mit Paradiesvögeln. Ich sag dir, worum es geht. Sag mal, Assam, weißt du, was sexuelle Minderheiten sind? Ja, weiß ich. Du meinst doch euch Serben, oder? Hey, weg da! Verpisst euch, ihr Rotzlöffel! Ist doch gut, jetzt kann man das Bayer-Graffiti nicht mehr sehen. Und du hast einen Adler, Matze, noch vier S dazu und du hast ein serbisches Wappen. Ich habe wirklich tolle Zeiten hier in Belgrad verbracht. Ich muss auch oft an diese exotischen Erfahrungen mit dir denken. Geh bloß nicht in den Zoo, sonst verhaften sie dich wieder. Wieso verhaften? Vor 20 Jahren haben sie bei einem Zebra im Zoo zufällig Tripper gefunden. Sie haben ermittelt und fanden neben dem Zebra Stummel von Billigzigaretten. Nicht billig, Filter Jugoslavia. Dann fiel ihnen ein, dass drei Arbeiter da waren, die eine Mauer repariert haben und die... Was für ein Vollidiot. Wie war das Zebra? Ich muss sagen, es war ein Hammer. Wie konntet ihr bloß? Ich war vollkommen naiv. Ich war jung, 22, 23. Ach du Scheiße. Was denn wenigstens? Ein weibliches Zebra? Ist doch wohl klar, der Mann ist doch kein Schwuler. Um ehrlich zu sein, ich weiß es nicht mehr so hundertprozentig. Dann haben wir Gartenzwerge vorm Haus. Hörl, hey! Liebling! Mickey! Scheiße, die leben hier. Du bist zurück! Ich hab gedacht, dass sie sie schon ausgestopft hätten. Pearl, mein Bruder! Gleich kommt ein Kuss, oh Gott. Glück gehabt. Du bist wieder da. Begrüßt euch ruhig, aber ohne Austausch von Körpersäften. Bist du eifersüchtig? Ja, ich kann mich kaum halten. Das sind Khalil, Assam und Rocco. Und das sind unsere Kunden. Sind das Primitivlinge? Nicht doch. Ich bin George. Darf ich Ihre Muskeln anfassen? Klar, fass doch mal an, wenn dich das antönt. Ihm geht's gleich wie dem Zebra. Den Witz verstehe ich nicht. Radmilo. Entschuldigung. Das war ein Geburtstagsgeschenk. Mirko, warte. Was hast du jetzt wieder gemacht? Schwulenprobleme. Ich bin unschuldig. Mirko, mach auf, bitte. Lass mich. Das ist dieses Design. Gefällt's dir, ne? Ach du Scheiße. Mickey, was ist Scheiße? Oh, du hast es ja wirklich geschafft, hä? Du lebst im Paradies, was? Schön, schön. Hier sieht's ja aus wie in einem Wohnmagazin. Ein bisschen schwul, schön ist es aber. Nur ein bisschen. Weg da! Sag mir sofort, was zwischen euch beiden gelaufen ist. Verdammt, was ist mit dir?
Du hast mich wirklich mit dem da betrogen? Mit diesen Bauern? Herr Mirko, mein Micky ist nicht schwul. Was heißt dieses Huhu? Ach, fickt euch doch! Zum Teufel mit euch! Ich werde diesen Job professionell erledigen und dann werde ich heiraten wie ein Mann. Aus dem Weg. Micky! Micky! Micky, mach auf! Jetzt hat sich Limun auf dem Klo eingeschlossen und heult. Wir starten genau hier am X. Von da an haben wir nur ein paar hundert Meter und laufen bis zu diesem grünen Gaul. Und hinter diesem Reiter, hinter diesem Pferd mit Reiter, ist dieses große Gebäude, in dem sie alte Sachen aufheben. Du meinst den Flohmarkt? Keine Ahnung. Das Nationalmuseum. Schon möglich. Jedenfalls werden sie da mit ihren bunten Fahnen rumfuchteln, da noch ein paar Ballons aufpusten und das war's für uns. Du übertreibst. Dort eine halbe Stunde, dann ist Schluss. Und wann treffen wir das restliche Team? Ich arbeite dran. Wir reden gerade über uns. In was hast du uns reingezogen, Limun? Sie rufen nicht zum ersten Mal zum Lünchen auf. Auch die Straßen sind voll von Graffiti. Überall steht, wir warten auf euch. Ein Mitglied der klerofaschistischen Organisation sagte zu diesem Thema: Auf jeden Perversling schicken wir 7 serbische Patrioten. Dann werden wir sehen, wer den Kürzeren zieht. Wir machen euch alle nieder. Ja, Mann, genau. Wer denn sonst? Die rechten Organisationen kündigen eine Gegendemonstration an. Aber weiß einer, wie viele von diesen Serbos da sein werden? Tja, mindestens ein paar hundert. Oh Mann, Limun. Muss ich ausgerechnet in Belgrad meinen letzten Atemzug tun? Wäre es dir lieber, wenn du in deinem verdreckten Kaff draufgehst? Ah, du bist doch wirklich ein kräftiges Kerlchen. Außerdem gibt's vermutlich genauso viel Schwule wie normale Schwänze. Mindestens 7-mal mehr heterosexuelle Menschen werden unbezahlt auf die Straße gehen. Das ist doch alles Blödsinn. Keine Angst vor deinem Lenker, ich bin ja da. Psst, psst. Du bärtiger Blödmann, verpiss dich! Das wird ein fairer Kampf, wie zwischen Limun und mir damals, Auge in Auge. Sind Sie gut trainiert, Georgi? Ich habe früher rhythmische Sportgymnastik gemacht, da war ich aber noch ein Jüngling. Mirko, das war nicht abgemacht, dass wir uns an der Gewalt in irgendeiner Form beteiligen. Hey, sag mir das nicht. Wir werden uns nicht prügeln. Dafür haben wir euch engagiert. Ja, ist mir schon klar, dass ihr euch nicht prügelt. Dafür kratzt, beißt, spuckt und heult ihr und werdet hysterisch. Und das werden wir ab sofort abstellen. Ihr steht alle morgen um 6 auf, ab ins Bett. Also im Nahkampf ist das Wichtigste die Initiative. Ich werde euch jetzt einen Griff zeigen namens Hisa Gatame. Unter dem haben einige Ustaschas sehr schwer gelitten. Und ich werde euch demonstrieren, wie wir den Krieg gewonnen haben. Weil wir im Gegensatz zu den Serben die Tricks vom unsterblichen Bruce Lee, Jet Li und Chuck Norris studiert haben. Das soll Judo sein. Die knuddeln sich ja. Dreckiger Ustascha! 10 € auf Limun. Ach, der verliert, aber ich bin dabei. Ich auch. Mach ihn platt, Micky! Mach ihn, Schatz. Na komm! Los, mach ihn kalt, na los! Das soll Judo sein? Du serbischer Pisser! Komm, jetzt mach, Micky! Die Schwänze sind überbewertet. So viel ist klar, Herzchen. Dann wollen wir doch mal sehen, was ihr könnt, Mädels. Ich habe alles gehört. Mäuse hier. Wir trainieren immer zu zweit. Wo sind Lollek und Bollek? Sofort raus hier. Wir trainieren immer zu zweit. Ich würde gern mit... Sie dürfen entscheiden. Soll ich mit Asem trainieren? Seid ihr schwul? Nein. Nein. Es trainieren immer ein Normaler und eine Schwuchtel. Gay. Ein Gay. Und zu Normalen sagt ihr wie? Straight. Oh, gut. Du trainierst jedenfalls nicht mit deinem Partner. Du bist eifersüchtig. Du stichst ihm noch ein Auge aus. Du trainierst mit diesem netten Herrn. Wie heißt du nochmal? Lenker? Ah, sehr witzig. Auf die Matte. Na los. Radmilo, ich kann nicht mit ihr. Ich hab vor Lesben Angst. Mitkommen, komm. Ich trainiere mit dem Designer. Stell dich hier rüber, heb die Arme. Radmilo, Asem wird dir ein paar Tricks beibringen. So, du verteidigst dich jetzt. Moment. Mit wem soll ich... Wieso trittst du mich denn? Ah,
Ah, Scheiße, warum kann die denn mit Mann treten? Ah, Limon, Scheiße. Wo ist meine Schwuchtel? Die Arme hoch, schön hoch. Grimmig gucken, grimmig gucken. Ja. Mund leicht öffnen, Kiefer locker. Wichtig ist, dem Gegner direkt auf den Punkt zwischen den Augen zu schauen. Was ist mit dir? Hör auf, du blöde Kuh, lass das, du hast mich gekratzt. Mirko! Hast du eine Vollmeise? Schrecklich. Die hat mir mein Gesicht zerkratzt. Limon. Entschuldige. Sollen wir jetzt hier trainieren oder rumschmusen? Da hast du ja ein paar ganz tolle Kämpfer. Man merkt, dass es Serben sind. Guck mal, was du getan hast. Keine Angst, Jordi. Meine Güte, ist das ätzend. Jetzt weinen sie und du bist schuld. Limon. Arsem ist ein Top-Profi, aber das hier ist wirklich mehr als amateurhaft. Verdammt nochmal. Du weißt, dass ich kein Problem damit habe, was auf die Nase zu kriegen. Aber 4 gegen 400? Mickey, diese lieben Menschen haben nicht mal ein vernünftiges Bett. Ich will, dass du sofort losgehst und Bettwäsche kaufst. Und weil du ein Bauer bist, komm, Mirko, und reit Milo mit und beraten dich ein bisschen. Kauft was Schönes. Na, gefällt's dir? Und wie mir das gefällt. Das ist traumhaft schön. Das würde ich sogar meinen Kindern anziehen. Wo kann man das Stöffchen gleich in großen Mengen kaufen? Unfassbar, was ihr für einen Geschmack habt. Verdammt. Bravo, Mickey. Schön langsam mit dem Zeug. Na? Hebt das lieber für euer Begräbnis übermorgen auf. Ich kann's gar nicht glauben, dass du straight bist. Sag bloß, das meinst du ernst. Du bist schon okay. Mein Mickey liebt auch Filme mit zwei Frauen. Aha. Tja, cool. Mein Freund Shime, der jetzt in Amerika ist, war mir immer suspekt. Dabei hat er 4 Kinder. Ehrlich, 4. Ich habe 2. Die Alten haben uns geraten zu heiraten, damit wir in der Gesellschaft nicht so auffallen. War ja ein toller Ratschlag. Hör auf mit dem Scheiß, lass den Mann. Ich habe meine Frau 20 Jahre lang belogen. Und als sie gestorben ist, habe ich es zugegeben. Mir und allen anderen gegenüber. Dieser Film ist ja wirklich voll Homo. Mickey liebt den total. Ehrlich? Mickey! Ben Hur! Ben Hur, ha? Entschuldigung. Hier kommt der Ben Hur. What village is this? Nazareth. And the rumors are true. Dieser Charlton Heston ist ja wahnsinnig attraktiv. Und Stephen Boyd ist so sanftmütig. Also, welcher der beiden gefällt euch besser? Ben Hur oder Messala? Klär das mit dir selbst. Beide sind coole Typen, sowas gibt's heute gar nicht mehr. Oh. Look at you, and you. Das ist wahre Liebe. Mickey? Still wieso guckst du dir nicht den Film mit uns an? Du könntest mal ein ordentlicher Hund sein. Ich weiß, das ist für die Hochzeit, Sugar, aber das ist ein Notfall, verstehst du? Es muss sein. Ich mach's wieder gut. Guten Abend, Herr Limon. Wollen Sie auch ein Bier? Immerhin sind Sie in unserem Revier. Was willst du? Die Hochzeitseinladung hättest du uns auch mit der Post schicken können. Wie läuft's im Job? Interessiert's dich wirklich, wie man einen Auspuff schweißt? Die Liebe der Eltern ist schon grenzenlos.
Wie oft habe ich dir schon angeboten, bei mir zu arbeiten? Oder bei uns zu wohnen? Was soll ich noch machen? Ich wüsste was. Du könntest einfach 100 Euro auf den Tisch schmeißen und gehen. Ist das Einfachste für uns beide. Hör zu. Ich weiß, dass du mit deinen Leuten vorhast, die Schwulen zu verprügeln. Hätte ich auch gemacht. Früher. Ich verstehe dich. Ich meine, was soll der Mist? Lasst sie in Frieden. Ich will keine großen Reden schwingen. Ich musste diesen Job annehmen. Ich mache die Security für die Parade. Du schützt Schwuchteln? Die bescheuerten Kranken? Ich habe auch Politiker, Sängerinnen und diverse Nutten beschützt. Das ist für euch. Lasst uns in Ruhe. Na, fick dich, Alter. Und ich scheiß auf das Geld. Hör zu, Junge. Du und deine Mutter, ihr fragt nie, woher die Kohle kommt. Ich racker mich ab wie ein Ackergaul und ihr verarscht mich nur. Aber deinen neuen Klienten musst du auch noch einen blasen. Habe ich recht, Alter? Lass meinen Sohn in Ruhe, kapiert? Jetzt nimm dein Geld. Wir brauchen gar nichts von dir. Diese Pistole habe ich dir zum Geburtstag geschenkt. Früher hast du tiefer gezielt, wenn du sauer warst. Ich war noch ein Kind. Hey, Tamara. Kannst du dich noch an unsere Hochzeit erinnern? Nino, der Trompeter, das riesige Fest und das alles. Das war doch ganz schön, oder? Ich frag nur so. Das war sehr schön. Aber die nächsten 15 Jahre waren gequirlte Scheiße. Ja. Tut's weh? Bisschen. Zeig mal her. Hör auf, das ist nichts. Bloß ein kleiner Familienstreit. Mein Sohn. Wird er auch dabei sein? Morgen werden sich Vater und Sohn wegen dieses Blödsinns prügeln. Tut mir wirklich leid, aber so ist das nun mal. Ja. Außerdem mache ich mir vor Angst fast in die Hose. Warum machst du das Ganze dann eigentlich? Ich nehme an, das weißt du. Du und ich, wir sind uns ganz schön ähnlich. Ihr seid wirklich in Ordnung. Und überhaupt nicht... Was denn, ansteckend? Das meinte ich nicht. Ihr seid so normal wie wir. Weißt du... Wenn du bereit bist, für jemanden oder etwas alles zu tun, ist das alles, was zählt. Völlig egal, ob du gay bist oder ganz... Werden die uns verprügeln? Trink einen Schluck Whisky. Du bist geheilt. Siehst du? Jetzt hätte es keiner gemerkt. Weiter,
gelernt? Gib alles, ja? Ich setze auf dich. Lajos ist unser Kollege, ein Polizeihund. Pensioniert, er arbeitet jetzt nur noch freiberuflich. Er ist ein Meister des oralen Finales. Wie einige Frauen, die ich überaus schätze. Setzen Tausende auf Lajos und danach erinnerst du sie bitte nochmal daran, dass Hundekämpfe illegal sind. Komm, wir verschwinden. Ich merke, dass du empfindlich geworden bist. Oh Mann! Jetzt komm, du verarscht mich! Nein! Ich will hoch und heilig auf meinen Dienstausweis. Was Lustigeres habe ich noch nie gehört. Erst waren es Sängerinnen und Kriegsprofiteure. Jetzt beschützt der serbische Held Limun kleine Schwuchteln. Entschuldige bitte. 100 Bullen für 2 Stunden, damit alles friedlich verläuft. Es geht schon damit los, dass wir mindestens 400 brauchen. Die Kroaten hatten fast 1000. Was willst du? Willst du meine Trainingshalle? Kriegst du. Und sag deinen Hiwis, sie sollen nie wieder auf meinen Hund schießen. Willst du mir nicht noch ein bisschen mehr anbieten? Was? Ich habe gehört, deine Freundin ist wie Lajos. Eine Meisterin des oralen Finales. Jetzt könnten wir dich auch ficken. Du gehörst jetzt aber zur Risikogruppe. Gut. Danke dir, Afrika. Jetzt kannst du mir nicht mehr helfen. Als du es noch konntest, hast du es verkackt. Weißt du was? Du tust mir leid. Aber ich tue mir selbst noch viel mehr leid. Ich werde ihn schon wiederfinden. Du kennst mich ja. Mir entkommt kein Mann. Also bis dann. Grüß schön. Hallo, Kaczamak. Hast du dich mal umgehört? Und? Nichts. Gut, ciao. Scheiße. Wenn Limun verschwunden ist, kann ich nicht weiter in Belgrad eine Welle schieben. Jungs, kommt mit. Na los, wir gehen. Ich warte draußen. Halt die Schnauze, Balia, ich bitte dich. Ist dumm gelaufen. Gut, Kiseli. Ruf an, wenn du was hörst. Alles klar. Hier, nimm das mit. Sieh es einfach als Andenken an uns. Ich danke dir. Nein, ich danke dir, Mirko. Ich habe jetzt alle gefragt. Das wird nichts, habe ich doch gleich gesagt. Limun würde nie wegrennen. Das tut er nicht. Du hast recht, schwuler Radmilo. Limun hat meine Familie im Krieg gerettet. Dafür hätten ihn seine eigenen Leute umbringen können. So ein Mann rennt nicht weg. Er ist nicht so ein Homo wie wir. Hallo? Ja? Was ist jetzt? Hauen wir ab? Gut. Sie haben ihn gefunden. Das war ein Kollege aus der Notaufnahme. Er sieht ziemlich übel aus. Gehen wir. Du brauchst jetzt Ruhe. Du hast einen dreifachen Rippenbruch. Ah, plus 3? Ach, die Beulen sind irgendwie auch nicht mehr das, was sie mir waren. Hey. Folgendes. Ich wollte nur in Radmilos und meinem Namen, eigentlich im Namen von uns allen, sagen, Entschuldigung, verdammt nochmal. Quatsch, kein Scheiß.
Damit das klar ist, morgen wirst du durch die Stadt marschieren wie ein richtiger Mann. Wie eine richtige Schwuchtel. Was soll er tun? Limon verspricht dir das. So, genug flüssig, Happa Happa. Nicht, Mickey. Wer nicht mitmacht, ist schwul. Das betrifft sowohl die Normalen als auch die Schwuchteln. Nur, dass die Schwulen doppelt schwul sind. Ich muss nur noch eine Bedingung stellen. Dass ich heute Nacht in meinem Bett schlafe. Mit meiner Frau. Und jetzt ein bisschen Rock. Zakunisse, moja zvijezdo sreće, danas niko. Genau, Bruder. Lastaviti neće. Kommt her, obwohl ihr Homos seid, seid ihr auch Menschen. Los, stoßen wir an. Lenker, los, kommt, kommt. Danke, lieber Gott, zum Glück bin ich nicht straight. Aber irgendwie sind sie sie. Tu es für die Pride. Später spielen wir dann unsere Musik, zu der man auch richtig tanzen kann. Komm jetzt. Ich tanze mit Rock. Ist ja gut, wir tanzen mit. Ich hab's echt versaut, stimmt's? Na, Blödsinn. Tut's weh? Na, Quatsch. Warum lügst du mich an? Es tut weh, aber nur ein bisschen. Pack das Auto woanders, damit es keine Kratzer abkriegt. Mickey, glaubst du, dass es gefährlich wird? Ach, Quatsch. So ein Aufstand wegen 20 Ballerinas. Hier, wir sehen uns zum Mittagessen. Ich liebe dich, Mickey. Ich liebe dich auch. Azem, pack die Requisiten aus. Limun? Moslem? Ustascha? Schwuler Radmilo? Wir haben es geschafft. Sieht aus, als hätte sich die kriminelle Investition ausgezahlt. Ja. Die Serben mitten in Belgrad zu verprügeln. Ich hab bei dir was gut. Das ist dein Vater! Ihr seid alle! Scheiß auf die Pride! Weg da, ihr Hitten! Einmal Schwuchtel, immer Schwuchtel. Hallo, ihr Helden, dürft ich mal vorbei? Schwester, ich bitte dich, komm hierher. Du bist eine ganz loyale serbische Schwuchtel und ein Patriot. Fick Gott, dich. Gott, schütze deinen Hintern! Wir sind am Arsch, Bruder. Lasst mich durch. Warte, 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 bitte. Leute, hört mir zu. Ich bitte euch, bevor jemand geht, guckt euch diese Typen doch nur mal genau an. Ist der wahnsinnig? Hier geht's doch gar nicht mehr um straight oder gay. Das sind zwei Serbiens.
Nur zwingt euch dieses Serbien da jeden Tag jemand zu sein, der ihr nicht seid. Es zwingt euch immer zu, 6 verschiedene Rollen zu erfüllen. Eine für die Eltern, eine für die Freunde, für die Straße, für die Arbeit. Es zwingt euch einfach, das zu sein, was ihr nicht seid. Das wird euch sämtliche Energie aussaugen. Ich weiß, dass wir heute alle verprügelt werden, wie wir noch nie verprügelt worden sind. Allerdings sind diese Schläge viel besser als die verdammten Erniedrigungen, die wir unser ganzes Leben lang ertragen. Kommt her, ihr Primitivlinge. Aus dem Weg! Ihr stinkt ja wie im Schweinestall. Wascht ihr euch auch manchmal? Gib das her! Ich fass es nicht. Wenn ich das hier überlebe, bekommst du eine Hochzeit, wie du sie willst. Das überlebe ich dann auch noch. Ich stehe im eingeschränkten Halteverbot. Wir müssen uns beeilen. Jetzt denk an alles, was ich dir beigebracht habe. Jede blöde Kleinigkeit. Wir sind genau 7. Wie die glorreichen 7. Pussys. Für ein Kind kämpfst du ganz gut. Du auch, für eine Frau. Alles okay, Mickey? Halb so wild ist von gestern. Wie geht's, mein Bruder? Was mischst du dich hier ein, verdammt nochmal? Menschenrechte sind mein Fach, Limun. Dafür war ich auf der Schule. Mein Partner hatte eine Vision. Bis zum Schluss glaubte er. Bis zum Schluss glaubte er. Bis zum Schluss glaubte er, dass es möglich ist, frei und erhobenen Hauptes durch die Stadt zu gehen.
ohne Angst haben zu müssen, dass ihn jemand beleidigt oder erniedrigt, nur weil er anders ist. Am Ende hat er es auch bewiesen. Er ist auf die Straße gegangen und niemand hat ihn erniedrigt. Bitte. Ihr habt's geschafft. Was heißt, wir haben's geschafft? Ein paar hundert werden von 5000 Polizisten beschützt. Ihr seid eben was ganz Besonderes. Und morgen verprügeln sie uns wieder auf der Straße. Du kannst jederzeit zu mir zum Judo-Training kommen. Auch mit deinen Kollegen. Wenn ihr bei mir trainiert, braucht ihr keine Bullen mehr. Danke. Ich bin seinetwegen hier. So wie du meinetwegen. Wegen euch beiden wird nichts mehr so sein, wie es mal war. Umarmt ihr euch, ihr Schwuchtel! Los, du Tonte, komm, ich zeig dir, wie man fängt! Was willst du, du Wichser? Na, Mickey? Sehe ich dein Tränchen? Halt die Klappe.